Es ist Montag, der 18. Juli, die großartigste Frauenfußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten ist vorbei und deshalb lautet die bange Montagsfrage heute, was kommt jetzt? Wo ist das nächste mediale Großereignis, die nächste Super-Riesenfete, der nächste kollektive Stimmungshöhepunkt? Gut, in der kommenden Woche entscheidet sich die Tour de France, aber seit die nicht mehr direkt im Fernsehen übertragen wird, weil jede Form von Schleichwerbung für Apothekenprodukte verboten ist, interessiert sich doch kaum noch jemand für diesen Sport aus der Blutkonserve. Und ansonsten ist Hängen im Großveranstaltungsschacht weit und breit keine Supersause in Sicht und drunter tun wir es doch nicht mehr. Wen interessiert das Schützenfest in Schnarchhausen, die Wahl der Weinkönigin in Ödendorf oder die nationale Vorausscheidung zur Grill-Europameisterschaft in Bad Langeweiler? Das ist doch alles kalter Kaffee. Was der vergnügungssüchtige Genussmensch von heute will, das sind Events, Mega-Events, 100 Kilometer Fressmeile mit 300 Bands auf 40 Bühnen, der Rhein und sämtliche Nebenflüsse in Flammen, das ganze Ruhrgebiet, ein einziger Leuchtdiodenteppich, der bis ins Weltall funkelt, jede einzelne Krüppelkiefer im Westerwald, ein selbstklingender Klangkörper, zu dessen Klängen tausende Elfen im Unterholz den Schneewalzer tanzen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen und wenn sie es schon gesehen hat, dann geht keiner mehr hin. Also beim nächsten Mal noch mehr, noch größer, noch lauter. Das fängt ja schon in frühester Kindheit an, zum Beispiel beim Kindergeburtstag. Das hieß zu meiner Zeit noch Muckefuck und Kuchen, dann Eierlaufen und Topfschlagen und nach dem großen Schokoladenfressen war Schluss mit der Kinderbelustigung. So etwas geht heute gar nicht mehr. Wenn Sie da nicht riskieren wollen, dass Ihre Kinder wochenlang kein Wort mehr mit Ihnen sprechen, dann müssen schon ganz andere Bespaßungsgeschütze auffahren. Früher, da kam, wenn überhaupt, zwischen Eierlaufen und Topfschlagen die als Zauberin verkleidete Tante Heilemarie, zeigte ein paar uralte Seil- und Kartentricks und zauberte zum krönenden Abschluss ein altes Stoffkarnickel aus dem präparierten Zylinder. Wenn Sie heute mit so einer Nummer auflaufen, da fliegen Ihnen schon nach 3 Minuten die Tortenstücke um die Ohren und die Party ist gelaufen. Es gibt ja inzwischen schon professionelle Kindergeburtstagsagenturen. Die kommen zu Ihnen nach Hause und verwandeln die ganze Wohnung samt Vorgarten in einen Mini-Freizeitpark mit Vollprogramm. Da wird die kleine Sandra dann morgens von einem Zwergenorchester geweckt und abends mit einem Riesenfeuerwerk ins Bett geschickt. Und nächste Woche geht's zur Party von Mario aus der Nachbarschaft, dessen Eltern ihr Reihenhaus zu einem Piratenschiff umgebaut haben. Das ganze Leben ein einziges Hecheln von Event zu Mega-Event. Ich fahre übrigens jetzt gleich nach Holland, ans Meer. Da setze ich mich heute Abend in den Liegestuhl und guck, wie die Sonne untergeht. Mir reicht das.